Servus Leute, was geht? Mein Name ist Scheian. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Freunde, es ist wieder soweit. Ich kann es nicht glauben. Irgendwie, Scheian geht wieder auf die Straßen. Ist das wirklich wahr? Der Erfinder dieser Straßeninterviews. Okay, das war jetzt gelogen. Also, ich sage euch eine Sache. Warum hat es so lange gedauert? Wer geht denn im Winter raus und friert und zittert die ganze Zeit und mir ist arschkalt, meine Hände sind so eingefroren, soll ich so ein Interview machen? Jetzt sind die ersten Sonnenstrahlen wieder draußen, bedeutet, es geht ab. Hi. So, Sie sind? Felice. Also Felice und? Ich bin Isa. Isa, ihr seid zusammen? Ja. Ja. Ja, wie lange schon? 13 Jahre oder 14. 13 Jahre? Mhm. Ja. Bruder, was sind das für Jungs? Erzähl mal. Ganz ehrenlose, Bruder. Warum? Ganz. Der sagt mir, ich soll hierher kommen, weil er das machen möchte, aber... Kommt selber nicht. Urlaub ist keiner. Auf Koran sogar ist keiner. Ja. Nein, Urlaub ist keiner. Ja. Würdet ihr für 10.000 Euro Durchfall trinken? Nein. Für mehr Geld, ja. Ja, 10.000 ist viel zu wenig. Okay, wie viel Geld müsste es sein? Aber Durchfall ist von jemand anderem. Von wem? Von einem Obdachlosen. Doch, für 100.000. Ja? Ja, der ist ja eh nicht so viel. Von daher. Was würdest du sagen? Was ist, wie sollte meine Frau behandeln? Mit Blumen. Wie Italiener Marke. Ah. Also schenkst du ihr immer Blumen? Jeden Tag, passt jeden Tag. Nee, das stimmt nicht. Warum lügst du? Einmal in der Woche. Warte mal. Wenn du jetzt alleine gewesen wärst, hättest du mir jeden Tag gesagt. Genau. Bist du glücklich? 13 Jahre mit einer jugoslawischen Frau muss glücklich sein. Ihr seid nicht vom gleichen Land? Nein. Nee. Nein. Halbe Türke und halbe Jugo und ich bin Italiener. Ja? Wo habt ihr euch gesehen zum ersten Mal? Genau hier. Niemals. Genau hier habt ihr euch getroffen. Genau hier. Und jetzt 13 Jahre später bin ich hier und stelle euch die Frage. Genau. Ja, er hat nicht locker gelassen. Es hat 4 Jahre gedauert, bis ich ja gesagt habe. 4 Jahre bist du eine Frau? Ja. Bis sie ja sagt? Genau. Was war so... Muss ein bisschen Geduld muss haben. Ja? Ja, bisschen ist gut, 4 Jahre. Hallo, hello, hello. Können Sie was fragen? Achso, a little bit English? Yeah, a little bit. Yeah? Okay, I have a question. You are from China? Yeah. 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 The German people think you eat everybody. Eat dogs, cats. No, I don't really know. But according to my information. Yeah? German used to also eat dog meat, so I don't think eat something is different or should be punished. You see, it's very ordinary to me, but personally I will not eat a cat. So Bruder, wie heißt du? Monsef. Monsef? Monsef. Okay, was für ein Landsmann bist du? Marokkaner, Araber. Araber? Also kein Berber? Stolz Araber. Also du bist richtiger Nafri? Richtiger Nafri. 100% Nafri. Original. Würdest du für 10.000 Euro Durchfall trinken? Wallah, ja. 10.000 Euro? 10.000 Euro? Und was für eine Frage, Junge? 10.000 Euro bis Mittag? Wallah, ja. 10.000 Euro, dann schau mal was. Okay. Inshallah, ich gebe für 10.000 Euro Arsch, alle. Ey, warte mal. Bruder, du konntest doch mit mir handeln. Was? Da direkt ja gesagt. Ich ja, Bruder. Was für eine Frage. Hey, am Anfang fand ich ihn gar nicht sympathisch. Im Gegenteil, nervig. Echt? Warum? Er war überhaupt gar nicht mein Typ gewesen. Ich stand da auf große Typen. ja, aber mittlerweile, nach 4 Jahren habe ich es kapiert, dass er einfach nur der Beste ist. Geil. Ja. Ich hatte nur gesagt, nur ciao bella auf Italienisch. Ja. Und dann ab diesen Tagen nur essen, schnell Blumen, kaufen Blumen, wie alles Italiener. Ja. Und nur das. Und es hat dann nach 4 Jahren... Nach 4 Jahren, ein bisschen gewartet. Ein bisschen gedauert. Also 13 Jahre plus diese 4 Jahre. Also 17 Jahre? Ja. Welche, diese eine Frau? Ja, nur das. Nur das. Das ist doch mal wirklich ein Orden, beziehungsweise eine Ehre, ein Respekt wert. Genau.
Wir geben auf jeden Fall ganz viel Liebe für diese zwei Personen. Dankeschön. Und den Respekt müssen wir mal drunter schreiben unter den Kommentaren. Das ist schon mal krass. Würden es die machen oder lachen die nur so behindert? Na, ich glaube, die würden es auch. Der wird es recht machen. Der ist bitter nötig, Ola. Der ist bitter nötig. Ja. I don't think it's also ich übersetze mal ganz kurz, ich übersetze das kurz, er hat gesagt, Hunden und Katzen essen jetzt schon ein paar Leute da in China, aber er jetzt besonders nicht. Er findet, dass in Deutschland die Leute mehr Hunde essen und Katzen als in China. Naja, nicht mehr, aber es ist... Aber es passiert hier auch. Es passiert auch. Es passiert hier auch. Die Leute essen auch nicht. Genau, also das passiert hier auch und man sollte nicht mit den Pfoten auf andere Leute zeigen. Und sich erstmal selber angucken. Ja, ja. Es ist so, da haben wir das so. Ich denke, was zu essen, das ist international. Kannst du Deutsch? Nur ein bisschen. Warum reden die Leute immer mit mir Englisch, obwohl die wissen, dass ich kein Englisch kann? Und dann am Ende reden sie Deutsch. Ja. Okay, dein Name ist? G. Mein Name ist G, ja. G. Genau, G. Also richtiger G. Richtiger G. Richtiger G. Richtiger G. Stell mal vor, du bist jetzt 10 Jahre verheiratet und dann erfährst du, dass dein Mann früher eine Frau war. Also wenn wir ein gutes Verhältnis haben und er immer noch gutes Herz hat, also das ändert ja nicht seinen Charakter oder sein Herz. Aber es war früher mal eine Frau. Aber es ändert seinen Charakter und sein Herz nicht. Das wäre dir egal? Das wäre mir egal. Okay. Wenn wir eine glückliche Ehe hätten, dann wäre es mir egal. Okay, das ist krass. Aber es ist halt blöd. Aber jeder verschweigt mir etwas, deswegen ist es... Findest du, jeder lügt und verschweigt was? Ja, jeder hat Geheimnisse. Kein Mensch ist anständig auf dieser Welt. Was war bis jetzt deine krasseste Lüge, Bruder? Meine krasseste Lüge, da muss ich überlegen. Ich habe schon viel gelogen. Aber was meine krasseste Lüge? Ich weiß gar nicht. Ich habe schon so viele krasse Sachen gelogen. Es kommt ein Axtmörder. Ja. Kommt auf die Straße oder im Wald. Und steht vor einer Axt vor dir. Was würdest du machen? Neben deiner Frau. Wir würden ihn zusammen kaputt schlagen. Alle beide. Wir sind Akroballe, beide. Ich bin groß und kann ihn richtig rumhauen. Und er greift ihn unten an die... Punkt, Punkt. Habt ihr euch mal schon zusammen geprügelt? Mit anderen? Ja. Ja. Nicht mit der anderen, zusammen geprügelt. Nein. Nein, das ist Quatsch jetzt. Ihr verarscht mich. Natürlich gab es auch so Zeiten, dass wir... Also ihr habt euch zusammen... Das ist ganz normal. Jetzt aber wir reden jetzt hier von Aufweichen. Nicht. Ja. Oder mit Gegenständen. Nee, diese nicht. Ich will nichts dazu sagen. Nur mit dem Bügeleis. Oh. Was? Mit dem Bügeleisen? Wohin? Zu Hause, wo? Ja, aber wohin? Auf den Kopf? Nee, noch nicht, aber vorbei. Wenn Kopf wäre tot. Du hast geworfen? Ja, hinter ihm. Hinterhin, scheiße, er war es nicht, das war die Tür. Die Tür und die Wand hatten so ein Loch hinterher. Ja, ja. Hast du uns hochgezogen? Ja. Okay, ich habe mal dann ein sehr krasses Geheimnis von Frauen gehört. Ja. Ich hoffe, dass du endlich das Geheimnis lüftest. Inshallah. Stimmt es, dass Frauen jede Woche ihren Damenbart wegmachen? Ja, Leute, ja. Manche haben keinen, manche haben welchen und sie machen ihn weg, ja? Ja? Ja. Was hältst du von allgemein junge Mädels, die so mit 16 Kind kriegen und 17? Ich habe eine kleine Schwester, Ola, ich würde die schlagen. Ja? Ich würde die schlagen, das ist eklig. Und wenn die heiratet? Mit 16? Ja. Ich heirate mit 16. Sind wir im Auge oder was? Ja, aber wie könnt ihr denn sagen, dass ihr 13 Jahre glücklich verheiratet seid, wenn ihr euch gegenseitig verprügelt? Nee, früher ja. Früher, jetzt bevor das siebte Jahr vorbeikam. Ich habe ja gesagt, man muss erstmal durch das verfixte siebte Jahr gehen, danach ist alles in Ordnung. Freunde, wir haben die Rezeptur für eine perfekte Ehe gerade herausgefunden. Man muss sich 7 Jahre lang aufs Maul hauen, dass man nach dem 7. Jahr sagt, hey, wir haben eine glückliche Ehe zusammen. Also das ist das Vorzeigepaar. Er hat fast ein Bügeleisen auf den Kopf gekriegt. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Warte, und
Es hat natürlich keine bleibenden Schäden hinterlassen. Nee, nur nicht. Dank. Sie sind glücklich, er sieht nur eine Frau. Er hat ja auch keine andere Wahl. Er darf ja nur sie ansehen. Oh, weil sie Wahl wirklich, hat nee, er nee, schon. Die Italiener sind nur Gigolo. Guck mal, wenn du mit einer anderen Frau ja, und rumläufst. Ich bin tot den nächsten Tag. Ja, das wollte ich sagen, du hast keine andere Wahl. Ja, genau. Sie jagt dich. Ja. Was machst du dann? Und dann ist Feierabend. Ist wie bei, kennst du den Film Godzilla, wo dieser eine Typ an diesem Steg kommt und dann so läuft und so guckt. Denkst du, dass ausländische Frauen mehr behaarter sind als Deutsche? Ja! Ja, die Blonde, die Deutschen haben nur so weiße Haare, man sieht es gar nicht. Guck mal hier, ich bin schon Wolf. Und dann, au! Also findest du, dass ein marokkanisches Mädchen mehr Haare hat als ein türkisches? Boah, das spielt nicht zur Rolle. Das spielt nichts zur Rolle. Also das spielt nicht zur Rolle, ja? Spielt nicht zur Rolle. Ich schneide gar nicht dieses Ding. Nein. Spielt nicht zur Rolle, das spielt nichts zur Rolle. Spielt nicht zur Rolle, das spielt nichts zur Rolle. Spielt nicht zur Rolle, das spielt nichts zur Rolle. Ich schwöre, ich kann Zeynep sprechen. Kennst du Zeynep? Ja. Vom Jobcenter? Ja. Ich war gestern Shisha-Rauchen gewesen. Okay, warum seid ihr Italiener so Gigos? Gigolos, warum? Man hat keine richtige Frau zu Hause, ja. Muss Gigolo sein, nicht wie Deutschland, Deutsche schlafen. Nein, kannst du ruhig sagen? Deutschland, Deutsche schlafen. Nein, kannst du ruhig sagen? Nein, kannst du ruhig sagen? Fan. Nein, kannst du ruhig sagen? Ja, ja, ja. Das ist Meinungsfreiheit, hallo? Ja. Also die Deutschen schlafen. Ja, Italiener sind nur Gigolo. Genau. Und die Deutschen sind so... Nur mit Walk. Nur mit Walk. Mit was? Der Deutsch nur okay. Mit Walk, senise Bürum. Der Italiener sind der Pass jeden Tag. Übertreibst du? Wir sagen, die Deutschen machen es nur einmal in der Woche und du jeden Tag. Ich hatte nicht gesagt. Ja, das hast du doch gerade gesagt. Ja. Und wenn die Liebe dann da ist, dann will man den Partner auch nicht missen. Okay. Und zu der Liebe gehört dazu. Bugeleis. Eine Runde. Muss nicht vergessen, Bugeleis. Das ist die beste Rezeptur. Du hast ja eine Freundin. Ja. Wie lange seid ihr zusammen? Ein Monat sowas. Ein Monat, okay. Ihr seid jetzt im Wald. Okay. Da kommt so ein Typ mit einer Axt und will auf euch zukommen. Was machst du? Ich renne weg. Na, ich will nicht wegrennen, aber. Was soll ich machen, der hat eine Axt? Ja, der hat eine Axt. Ja, aber Axt. Was machst du mit deiner Freundin? Was das, Alter, Allah? Was soll ich mit der machen? Soll ich jetzt sterben für die oder was? Oder ich will nicht sterben für die für einen Monat oder nicht? Okay. Okay, der kommt mit der Axt auf dich zu. Deine Freundin ist neben dran, guckt dich an. Was machst du? Allah, ich will so machen. Allah. Bin ich das am Ende doch Selbstmord oder so? Am Ende komme ich in die Hölle wegen Selbstmord. Okay, musst, ich frag dich jetzt mal was. Muss probieren mit dem Bügeleis essen, es funktioniert und dann kann der alles okay. Wenn jetzt eine hübsche Frau vorbei. Ja. Nee, ich kann gar nichts machen. Wegen warte, sie ist jetzt neben dir, da läuft eine hübsche Frau und ja. Die macht bei dir so. Aber ich sehe sie vorher als er. Ja, ich kann nicht gar nichts machen, sonst nächste Tag ich kann Kündigung in Arbeit ja. Und Friedhof. Mit meiner Frau. Schicken mir sofort im Friedhof. Ja? Bist du so eifersüchtig? Ich mag das nicht. Ja, aber jetzt, okay. Er ist ja ein süß. Er hat doch schon eine Frau. Ja, aber er ist jetzt süß und sympathisch. Ja, ja, und dann ja. Jetzt kommt er, läuft er und die Frau lächelt ihn an. Da kann ja. Er ja nichts dafür. Da soll er zurück nicht schauen, nach unten gucken. Okay, bist du umgekehrt auch eifersüchtig? Nee, und dann nächste Tage, der Mann, was hat das Auto? Der Auto ist kaputt. Der ist auch eifersüchtig, ja. Also, du meinst, wenn ein Mann jetzt sie anmacht, ist am nächsten Tag sein Auto kaputt. Genau. Ich bedanke mich vielmals. Es war ein schöner Abschluss. Hat mich sehr gefreut. Ciao. So, okay. Dankeschön. Das ist doch mal eine richtige Liebe. Ciao. Und versuchen zu bügeleisen. Und bügeleisen, natürlich. Ciao. Da kannst du sie nochmal filmen von hinten. Das ist doch mal ein schönes Paar. Das hat mir echt die Sprache verschlagen. Das Bügeleisen und die Liebe hört sich an wie 50 Shades auf Bügeleisen. Eva, Kussex und Kussi. Freunde, das Video ist zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es werden noch ganz viele Videos kommen. Es fängt wieder an, weil die Saison ist dafür da. Eva, Kussex, Kussi, abonniert den Kanal, lasst mir einen Daumen hoch. Würde mich sehr freuen. Eva, Kussex und Kussi.
Hat mich sehr gefreut. Abonniert den Kanal, liked. Marcel hat gesagt, es muss sein. Ihr müsst liken und abonnieren. Viel Spaß, macht's gut. Mein Name ist Cheyenne. Eva, Cousins, Cousin. Ciao, ciao. Hey, Marcel, sag dir jetzt mal was. Du weißt doch, Eva Cousin ist doch im Repertoire. So sieht's aus. Dann gibt's nochmal so, Eva ist dann nochmal so ein Tick krasser. Wir gehen jetzt, weißt du, wo ich dich hinbringe? Dahin.